Grüßt euch, ihr Lieben, und herzlich willkommen im EPTU der 3.23. Ja, das NDA ist gefallen und man erkennt es ganz gut an diesem kleinen blauen Knilch mit gelbem Helm im Vordergrund und den neuen Distribution Centern im Hintergrund und einem Schiff, was da hinten startet. Ihr wisst natürlich, welches das ist. Ich verrat's nicht. Vielleicht ja ein kleiner Hinweis. Man weiß es nicht so genau. Da kommt's wieder übrigens. Und wir starten jetzt rein und ich zeige euch nach und nach die neuen Inhalte in diesem neuen fantastischen Bild, auf den wir alle warten. Wir werden jetzt nicht zu explizit im Detail drauf eingehen, das machen wir dann später. Ich muss auch dazu sagen, es ist noch nicht alles da, es ist auch noch nicht alles perfekt, deswegen reiten wir auch nicht zu sehr auf den Fehlern rum, ne? So, ach Mensch, geht ja nicht, warum und so. Ne? Ich werde euch immer ein bisschen was kurz dazu erzählen und dann gehen wir rüber und ich habe ein paar Notizen gemacht. Wir werden heute in Lorville starten, vorher gehen wir natürlich in den Character Customizer rein, da zeige ich euch ein bisschen, was bereits nun da ist, was ich persönlich noch vermisse. Und dann gibt es erstmal einen allgemeinen Überblick über das neue Mobi-Glas, den New Vision Visor, Lens, Dings, ne, die Interior Map und sowas alles. Ne, erstmal so ein bisschen, um reinzukommen. In der nächsten Episode geht es dann halt mehr um die um das Schiffsfliegen, auf das Neue, um die neuen Master Modes. Und es gibt ein paar neue Tastenbelegungen und auch das werde ich euch alles erklären. Wahrscheinlich schon in der ersten Episode. Wie gesagt, es ist noch nicht alles da. Es geht natürlich um den allgemeinen Testfokus, logischerweise um die Stabilität. Die Master Modes sind bereits schon drin, in dem Zustand, wie sie halt eben gerade sind. Quantum Drive und sowas alles, das ist noch nicht mit der neuen Animation im Spiel. Dann haben wir den Full Character Customizer. Wie gesagt, da gehen wir gleich als erstes rein. Mobi Glass, Rework, Star Map, Interior Map und Minimap, das schauen wir uns heute an. Das neue EVA wartet dann in einer Extra-Folge auf uns. Aber auch das, da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Das ist ziemlich cool. Neues Loot-System gibt es ebenfalls. Das schauen wir uns an, wenn wir dann mal was looten können. Ne? Aber auch das, wie gesagt, kann ich euch kurz zeigen, wie ihr da reinkommt. Gibt es auch ein Tastenkürzel für Full FPS, Combat Refactor und Dynamic Crosshair, das auch zu einem späteren Zeitpunkt, wie Backpack Reloading und Armor Repooling ebenfalls. Ne, das ist halt das, dass er automatisch dann aus dem Rucksack lädt. Es gibt viele, viele Infos, die praktisch auch zwischenher und nebenbei mal passieren. Ne? Da müsst ihr einfach dranbleiben. Genau wie Shopping UI schauen wir uns in der ersten an und auch im Arena Commander, da können wir ja mal als erstes reingehen, hat sich einiges getan. Hier seht ihr schon das erste, den ersten Neuzugang, das ist das Graph Royale. Das ist praktisch ein Graphlef Race mit, Graphlef Bikes halt, ne? Und da könnt ihr halt euch duellieren. Ist so ein bisschen wie das Tonk oder das Tank Royale, nur halt mit Graphlef Fahrzeugen oder Flugzeugen oder Schwebedingern. Und was ihr aussieht, auch neu rangekommen, ist das Engineering Gameplay im Arena Commander. Aber auch hier gehen wir zu einem späteren Zeitpunkt rein. Da brauche ich noch jemanden, der mich ein bisschen unterstützt, weil das kann man am besten zu zweit oder zu mehr zeigen. Ne? Aber auch das, Freunde, ist da und ist geil. So, wir gehen wieder raus. Und ich würde sagen, gehen als allererstes in den Character Customizer rein. Ne? Wie gehabt, wir waren noch nie drin, genau wie ich. Gehen wir hier in Persistent Universe rein und sagen, nein, ich habe doch schon gestern eingerichtet. Machen Skip und machen dann nochmal Character Customizer. Da kommt ihr dann natürlich jetzt erstes rein. Wir sehen schon, Bioticorp, ja, ist jetzt die Firma, die uns hier jetzt einrichtet. Wir können erstmal wieder zwischen Männlein und Weiblein wählen. Ne? Auch sehr schön gemacht mit dem Licht, leicht diffus im Hintergrund. Hier oben sagt er uns auch Select Body Type und wir wählen mal ihn hier. So, was ich als erstes vermisse, vielleicht habe ich es auch noch nicht entdeckt, aber ich glaube, es ist wirklich nicht da, ist, dass ich erstmal zwischen ein paar Grundköpfen wählen kann. Die gibt es hier zwar, ja, aber ich kann nicht sagen, fang mal mit allem drum und dran hier bei dem hier an. Ja, ich glaube, das müsste meiner sein, den ich vorher immer hatte. So, nimm mal den so als Grundkopf erstmal so. Ne? Das geht nicht. Man kann zwar jetzt hier die einzelnen Parts auswählen, ja, und kann dann sagen, so hier Stirn und Hals, mach mal so. Dann kann man so mit der linken Maus gedrückt halten, hin und her gehen. Dann wechselt er das. Ja, man kann natürlich auch hier oben den Schieberegler gehen. Man kann sagen Nase. So, mach mal die Nase mehr so. Ja, Ohren,
mach mal so die Ohren so ein bisschen. Das kann man alles machen, ne? An diesen Manny-Keksen hier. Aber man kann halt nicht direkt wechseln. Das finde ich halt als erstes ein bisschen schade. Wäre cool, wenn es da so einen kompletten Wechsel geben würde, ne? Vielleicht gibt es auch, ich habe es wie gesagt noch nicht entdeckt, auch hier unten, das ist einfach, wenn man was gemacht hat, nee, wieder rückgängig machen, ne, das ist, alles kommt wieder resetten, das ist dann speichern, denn wir können ja unseren Charakter jetzt auch komplett speichern auf unserem Rechner, auf unserem PC, und wenn das mal gewiped wurde, wenn es mal weg ist, können wir den wieder laden und haben den wieder, ohne ihn wieder einzustellen. Das ist halt ziemlich cool, ne? Wir können uns da jetzt komplett nachbauen, wenn wir da Bock drauf haben, das werden wir auch noch machen, das machen wir jetzt nicht im EPTU, wir könnten es schon machen, ja, aber auch hier will ich noch abwarten, ob da noch was passiert, und da möchte ich mir auch Zeit für nehmen, da machen wir wirklich mal eine richtig schöne Runde mit Bild, vielleicht machen wir es am Livestream, ich weiß es noch nicht genau, ne? Hier kann man dann noch Randomization machen, so hier bupp, ja, so oder so, ne, das ist dann praktisch, da behält er den Grundkopf bei, ja, und macht so ein bisschen random das Ganze, man kann aber auch richtig crazy gehen, ne, hier, bupp. Und sagen hier, okay, ja, oh, hier, der hier. Und hier Fifi-Puss, ne, und Schnuffi-Puffi. Ja, und Fritze-Piep. Ja, kann man hier komplett durchgehen, ne, bis man sagt, so, das gefällt mir, ne. So, Mini-Pli-Typ. So. Und wenn einem das dann gefällt, ja, oder man sagt, na, ich will doch noch ein bisschen weitermachen, ne, Haare gefallen mir doch noch nicht so, dann geht man hier weiter auf Haare. Also erstmal gehen wir nochmal hier hin, ne, da kann man nochmal grundlegend sagen, ich möchte eine andere Hautfarbe haben. So, ein bisschen weiter, so, ne, oder hier so richtig Sonnenbrand. So, machen wir mal hier so, ja, kann hier auch verschiedene Texturen für die Haut grundlegend schon mal einstellen, das geht auch an der Stelle. Dann hier die Sommersprossen, kann man hier noch so ein bisschen variieren, wo ich da jetzt gerade nichts so sehe. Freckles, ja, vielleicht geht das bei dem Haupttyp nicht, ja. Spots kann man auch reduzieren und ein bisschen, ja, das sind dann diese dickeren, das sind dann so die Altersflecken, da müssten wir wahrscheinlich so machen. Ne? Und Augenfarbe kann man hier natürlich auch noch einstellen, welche man möchte. Ne? Nichts Verrücktes, also jetzt nicht rot oder so. Ne, das bewegt sich hier schon im Spektrum. Ne, ja, ne, wenn man dann damit zufrieden ist oder sagt, hier komm, ich möchte aber doch noch mal die Ohren noch ein bisschen anders haben, dann kann man auch diese Vertex-Punkte hier nehmen und auch da kann man dann halt noch ein bisschen ziehen. Mit der rechten Maustaste gedrückt halten könnt ihr übrigens drehen, ne, und mit der linken könnt ihr dann hier ziehen und so ein bisschen noch was einstellen. Ne, bis ins Detail. Richtig coole Sache. Sieht schon ein bisschen eklig aus, ne? Wenn man das hier so im Kopf hier macht, so. Na, kann man hier wirklich alles genau so einstellen, wie man das gerne hätte. Na, hier so ein richtiges schönes Heldenkinn kann man sich hier machen. Hier so. Zack. Na? Ja. Da kann man dann rumspielen, ne? Und wenn man dann sagt, so, das gefällt mir so im Groben und Ganzen, kann man sagen, alles klar, gehen wir mal Haare, ne? Das habe ich ja sonst normalerweise immer, ne? Finde ich auch irgendwie immer noch ganz passend. So, man kann aber auch wirklich über solche Haare gehen, ne? Das kennen wir ja schon ein bisschen länger, ne? Die bewegen sich auch hier, wenn man dann hier so ein bisschen rumdreht, ne? Ganz schick. Ne? Sieht auch wirklich alles sehr geil aus. Ne? Hier der Schlawiner-Haarschnitt zum Beispiel. So, hier. Sieht ein bisschen aus wie Enno, ne? Aus Otto, der Außerfriesische. So, ja, und dann hat man hier so noch ein paar Frisuren zur Auswahl. Ne, kann man sich hier richtig schön auslassen. So, dann soll man sagen, die Haare, das sieht doch super aus. Wir wollen natürlich noch einen schönen Bart haben. Hier, puff. Ne, Bärte sind jetzt natürlich auch drin. Richtig coole Sache. Hier ein Schnurri. Koteletten sind noch drin. Koteletten und Schnurri. Ne? Und dann hat man hier, wie gesagt, noch ein bisschen Auswahl an Bärten. Aber ich denke mal, auch da wird es mit der Zeit noch ein paar andere geben. Hier oder so einen richtigen schönen Rauschi. Ja, er ist auch ganz gut hier. Das ist Marke Civil War oder das. Ne? Ja. Sehr geil. Aber ich würde wahrscheinlich so in die Richtung gehen, aber wahrscheinlich gefällt mir persönlich das hier wirklich am besten. Das ist so ein richtig schöner, der passt auch zu mir. In Kombination natürlich dann letztendlich mit sowas.
Das ist doch schon, ganz gut. Komm, wir lassen das mal so. Machen das mal so fertig. So, dann haben wir noch die Möglichkeit hier. Augenbrauen können wir ebenfalls wählen. Hier, zack. Ne? Ändert sich jetzt nur so ein bisschen. Kann auch sagen, gar keine Augenbrauen. Aber das sieht immer so ein bisschen weird aus. Aber so gefällt mir das schon ganz gut. So, und dann kann man hier hinten noch so ein bisschen die Farben einstellen. Ja, Haare ist jetzt natürlich, haben wir jetzt natürlich keine. Na komm, wir nehmen mal Haare mit. Blau, oh weia, sind das die ich gerade eingestellt habe? Wahrscheinlich, ne? Ah, nee, nehmen wir nicht. Wir nehmen, oh hier, Prinz Eisenherz ist auch noch dabei. Ja, wir nehmen mal Enno. So, zack. So, dann kann man hier ein bisschen die Farbe einstellen. Na, machen wir mal. Ach komm, gehen wir denn mal richtig schönes Weiß hier, oder? So. So, Dying Color. Das ist. So. Ich glaube, das ist diese. Ich weiß es gar nicht, was das ist. Ach so, wie intensiv er das macht. Hier, guckt euch das an. Kann man so ein bisschen melierter auch sogar machen. Auch ganz geil. Ist halt so eine zweite Farbe, die er noch dazu holt. Ach, schon echt richtig rumspielen. Ziemlich geil. So, was haben wir hier? Ah, das ist, glaube ich, das ist die zweite Farbe halt, glaube ich. Die er dann damit mischt. Ne, hier, guckt euch das an. Verrückt. Richtig abgehen. So, apply facial hair. Eyebrow. Ja, wir müssen uns da noch ein bisschen reinfuchsen. Ihr seht, ich bin da auch noch nicht richtig fit. Ne? Müssen wir mal rumspielen. So, was haben wir hier? Achso, das sind noch so Pimpetten. Ne? Sehr geil. Man kann jederzeit auch zurückgehen. Ne? Man kann auch sagen, nee, das Haar gefällt mir doch nicht. Ne? Nimm mal doch was anderes hier. Das oder hier nochmal rumzuppeln jetzt. Das geht auch. Ne? Man kann da wirklich die ganze Zeit sich da komplett mit befassen. So, und dann haben wir noch Schminke. Hier, bup. Schöner Eyeliner. In Weiß. Ne? Hier, guckt euch das an. So, kann man auch machen. Ne? Gibt es hier noch mehrere Varianten, aber da wollen wir nicht zu crazy gehen. Ne? Lippen können wir uns natürlich auch noch färben. Können wir auch irgendwie. Hat er gemacht? Ach nee, so. Ne? Dann, ja, so. Können wir auch weiß machen, wenn wir wollen. Ne? Oder grün oder. Ja, freut sich schon. Er lacht schon ein bisschen. Ne? Gibt es auch die verschiedensten Varianten. Und Backen. Backen können wir auch noch, aber dann wird es irgendwann halt auch klauen, ne? Also kann man auf jeden Fall machen. Ist dann vielleicht eher was für die Mädels, die dann hier sich so ein bisschen schminken wollen. Ja. Ich wollte aber nochmal probieren, ob ich eventuell die Haare noch ein bisschen färben kann vom Bart. So. Facial Hair, das müsste das ja sein, oder? Ja, siehst du, das macht er nämlich nicht. Facial Hair. Da ist noch, irgendwo ist da noch ein bisschen der Fehler drin. Ja, ist halt noch nicht perfekt. Ne, normalerweise würde ich ja jetzt sagen, ich habe jetzt diese Haare und möchte die jetzt auch um meinem Gesichtshaar haben. Bub. Ne, macht er nicht. Eyebrow, ne, auch. Aber er wechselt halt hier noch irgendwie so rum. Kann aber auch sein, dass er praktisch die Haare der Augenbrauen dann übernimmt. Ne, aber er wechselt halt auch die Farbe, wie gesagt, vom Bart nicht. Ne, also, keine Ahnung, kriege ich irgendwie da noch an der Stelle noch nicht hin. Ja, müssen wir mal abwarten. Will ich mich jetzt auch nicht zu lange drauf aufhalten. Ich wollte echt mal euch nur so ein bisschen die Optionen zeigen. So, und dann sagt man, so, das gefällt mir noch ganz gut. Dann kann man das sich entweder abspeichern, ja, oder kann sich das Ganze noch mal im Ganzen angucken. So, ne, so sieht er aus, der Knilch. Und dann macht man Accept. Und fertig ist die Laube, ne? Geil, oder? Ich finde es richtig cool. Ich freue mich da richtig schon drauf, dass wir das zusammen dann machen, mich dann komplett nachzubauen, wie ich in Real Life aussehe. Ne, habe ich Bock drauf. Und wir starten mal rein nach Lorville und sehen uns an der Stelle gleich wieder, würde ich sagen, Freunde. So, jetzt aber. Jo, aufgewacht in unserem Hub, sehen wir auch schon gleich das neue Visor-Update. Ne, so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist der neue Visor.
Und ein Lens-Update gibt es auch. Sowas macht er da oben. Contract available. Ah ja, das ist auch geil. Das ist jetzt auch, gehört jetzt auch dazu. Und wir sehen jetzt oben links auch schon die Minimap. Die fällt uns auf. Und unten rechts sehen wir schon ein paar Tastenkürzel. Wir können da schon mit B den Fire-Mode wechseln. Das ist jetzt auch wirklich angezeigt. G ist Granate. Und 4, Freunde, und das könnt ihr euch jetzt schon mal merken, 4 ist jetzt MedPenzin. So, wir stehen erstmal auf. Das können wir entweder machen, indem wir W oder Z drücken, oder wir gehen hier jetzt auf dieses neue Interaction-Mode-Icon hier. Get up, F. Das heißt, wir tickern einmal nur auf F. Zack. Und dann sollte er aufstehen. So, ich muss es nochmal machen. Muss ein bisschen länger vielleicht. So, dann sehen wir auch gleich hier die neuen Itembanks. Ja, wir gehen mal ran. Bisher hat das Ganze noch nicht funktioniert. Auch ebenfalls einfach in die Mitte gehen. F drücken, bisschen länger muss man drücken anscheinend. Aber auch da kann ich drücken wie ein Dachdecker. Ja, da passiert erstmal. Ah, jetzt hat was, ist was passiert. Ja, wie gesagt, ist halt alles noch ein bisschen early im EPTU. Aber hier, wie erwartet, geht noch nichts. Ist ja auch noch nicht im Testfokus, ne? Deswegen auch kein Wunder. Dann gehen wir erstmal wieder weg. So. So, ist auch alles noch ein bisschen zuppelig hier. Deswegen drehe ich das Mausrad mal ein bisschen runter. Ja, was inzwischen gewechselt wurde, ne? Wir haben auch so leichte Mini-Freezes noch. Das müssen wir mal gucken, ob das so bleibt. Ne? Wird vielleicht auch serverabhängig sein. Aber wir gehen erstmal auf ein paar Tastenkürzel ein, die sich jetzt geändert haben. Also Taste 4 ist wie gesagt jetzt MedPenzin. Ja? Und mit R könnt ihr das Ganze wieder wegstecken. So, das ist schon mal erstmal der erste Punkt. Es ist halt nicht mehr C. C ist jetzt in die Hocke gehen, Freunde. Ne? So, das ist jetzt C. Ne? Mit C wieder hoch. Und was vorher in die Hocke gehen war, das war ja Steuerung, also STRG, das ist jetzt hinlegen. Glaubt mir, Freunde, ich weiß noch nicht, ob ich es so lasse oder ob es eigentlich wieder wechsle. Ich denke mal, sie haben C einfach genommen, weil das halt, ich glaube, C ist Crouch, ist das Hocken? Oder ist Crouch, ist das Crouch? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, warum sie es geändert haben. Ne? Vielleicht, weil es in anderen Spielen auch so ist. Aber ich glaube, STRG, ist das in anderen Spielen legen? Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall, wie oft ich mich schon hinhocken wollte und habe dann den gemacht hier. Weil ich es so gewohnt bin. Ja, da müssen wir einfach mal gucken, ob wir das so lassen oder halt eben nicht. Ne? So, dann, was richtig gut funktioniert jetzt, ist Helm abnehmen und wieder aufsetzen. Ich drücke mal H, zack, instant. Ne? Nimmt er hier den Helm in der Hand. So, und mit H, zack, zack, setzt er den auch instant wieder auf. Das geht rucki-zucki jetzt, ne? Das ist schon mal ziemlich geil, finde ich. Dann mit dem Mausrad ist es weiter so, dass wir dort die Geschwindigkeit unseres Characters einstellen können. Da war das zwischendurch mal so, dass man Alt-Mausrad drehen musste, weil man sonst mit dem Mausrad alleine die Waffen gewechselt hat. Ob das jetzt andersrum ist, kann ich euch noch nicht sagen, weil hier ist ja waffenfreie Zone. Das müssen wir mal sehen, ne, wie das dann letztendlich ist. Mit I kommt ihr weiterhin ins Inventar. Ja, das ist auch weiterhin da, das funktioniert auch. Hier könnt ihr austauschen, was ihr eben halt wollt, ne? Könnt euch ausrüsten, so wie gehabt. Was sich aber nun geändert hat, ist, wenn ihr lange auf I drückt, so, dann macht er dieses neue Loot-Inventar auf. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool, denn hier seht ihr direkt im Überblick, was ihr am Körper habt, wo Slots frei sind. Ja, wir haben noch einen Waffenslot frei an der Stelle. Wir haben hier noch Itemports an der Waffe frei. Consumable-Slot haben wir auch noch einen. Magazin haben wir auch noch mal. Und wenn wir dann zum Beispiel über den Pfeil gehen oder halt Tab drücken, das geht auch, dann kommen wir zu unserer Armor. Ja, und da sehen wir, okay, wir haben jetzt hier also ein Undersuit an und einen Helm. Das erweitert sich natürlich. Ne? So, hier wechseln wir übrigens, ne, über den. Das ist halt das, was auch Tab ist. Ja, und das hier ist, da wechseln wir letztendlich hier in dieses Inventar rein. Und hier oben über diesen neuen Button, rechts, zack, können wir auch dann wieder in dieses hier wechseln. Ne? Und hier machen wir das Ganze dann aus, wenn wir wollen. Wenn es mal klappt. Ja, das klappt nämlich manchmal auch noch nicht. Ne? Dann wechselt man und dann braucht er halt ein bisschen. Irgendwann klappt er dann. Ne? So, hier geht immer noch nicht. Jetzt geht er. Ne? Dann geht's aus. Ah, ist wie gesagt alles noch so ein bisschen holprig, das Ganze. So, wir gehen mal ganz kurz hier rein und rüsten uns mal ein bisschen aus. Dann sehen wir auch den Unterschied,
was sich da jetzt getan hat. Aber das ist halt ziemlich geil. Und wenn wir dann looten, dann erscheint halt ein zweiter oben drüber, wo wir das dann Ganze rüberziehen können. Ne? Das ist auch ziemlich cool. So, was rüsten wir uns denn jetzt mal aus hier? So, einmal geräuspert. So, wir nehmen einfach mal, was nehmen wir denn hier? Was nehmen wir denn mal hier? Ah, wir gehen mal einzeln durch. So, gar nicht zu lange aufhalten. Hier, Helm. Ne, ihr seht auch, das ist alles noch, das zuppelt, das springt auch noch ein bisschen, wenn ich hier rüber gehe. Die Maus, die verlässt dann ihren Platz. Das ist alles, wie gesagt, noch nicht so richtig, richtig geil. Ne, aber das wird schon mit der Zeit, denke ich mal. So, wir haben hier wieder die Qual der Wahl. Nehmen wir hier den Morozov-Helm. Einmal, ne, seht ihr auch, draufgeklickt, Doppelklick, es passiert gar nichts. So, dauert alles wahrscheinlich lädt er im Hintergrund, ne? Ist, ja, ich kann es nicht oft genug sagen. So, der hat geklappt. So, dann noch ein paar Arme oder zumindest auf jeden Fall einen Rucksack, das ist fast mit am wichtigsten. Dann kann ich euch das noch zeigen. Hier, nehmen wir einfach mal den hier. So, passt erstmal, ne? Jetzt drücken wir nochmal länger I. Und jetzt sehen wir auch, wir haben hier ein Backpack, ne, haben mehr Consumables, die wir jetzt ausrüsten können. Eine zweite Waffe können wir dazu nehmen. Ne, und wenn wir jetzt hier einmal wechseln, ich mache es mit Tab, dann haben wir jetzt hier den Rucksack zur Verfügung, der ist jetzt hier auch. Und wir können jetzt theoretisch was in den Rucksack packen. Ne, so, zack. Ne, geil, oder? Ja, irgendwie hatte ich den Helm wohl irgendwie doch dabei, aber jetzt packe ich den mit in den Rucksack. So, und ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, equip, zack, rechte Maustaste, dann equipt er mir den hier direkt rein. Ne, das ist halt equip, das ist rückgesagt. Ich find's cool, muss ich sagen. Mir gefällt's richtig gut. Ne, wir sehen auch hier die Kapazität und sowas alles. Ich find das ganz geil. Und wenn wir I drücken, kommen wir auch so dort wieder raus. Und wie gesagt, ich gehe nochmal rein mit länger I. Wenn wir jetzt looten, dann haben wir hier oben praktisch die Kiste oder die Person, die wir looten wollen. Und können dann direkt sehen, was hat er drin. Können das rüberziehen, können das auch direkt rüber droppen. Ne, und sehen auch immer direkt, was ist ausgerüstet und so. Ich find's eine ziemlich gute Sache. So, dann, was hat sich ebenfalls geändert? Wir haben ja jetzt hier dieses Visor, dieses neue. Ja, wir haben jetzt auch links und rechts einen Höhenmeter. Ne, seht ihr, da sind Zahlen. Wir haben oben jetzt endlich einen Kompass. Ja, wir haben die Minimap da oben, die uns zeigt, wir sind in diesem Raum. Das Grüne sind Türen. Da gehen wir natürlich gleich auch noch über das Mobiglas nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Und wenn ich den Helm jetzt absetze, dann wechselt er vom Visor ins Lens. In den Lens-Modus, ne? Also in die Kontaktlinsen rein. Das mache ich nochmal mit H. Und ihr seht, das Ganze ändert sich ein bisschen. Wir haben zwar oben immer noch die Minimap. Jetzt hat er den Helm gleich wieder aufgesetzt. Ich mache ihn nochmal weg. Immer noch die Minimap, ja. Aber die ganzen anderen Informationen, er setzt den Helm jetzt immer wieder automatisch auf. Wahrscheinlich, weil er irgendwie ein Problem hat allgemein mit dem Helm jetzt hier gerade. Ich ziehe den nochmal ins Inventar. So, weg. So. So, dann seht ihr, wir haben die Minimap da oben, ja? Sonst ist aber keine Information an sich erstmal vorhanden. Wir haben aber noch andere Möglichkeiten, uns Informationen zu holen, ja? Wenn wir zum Beispiel die linke Maustaste drücken und linke Alt-Taste, ja? Dann kommen wir jetzt in diesen Intersection-Mode oder in dieses Interactive-Inventar rein, ja, wo wir wie vorher auch schon unser persönliches Inventar angucken konnten. Wir konnten, gehen wir mal raus, waren wir jetzt ja schon drin, so, aber wie gesagt, ihr müsst erst F drücken und dann die linke Alt-Taste. Wenn ihr das andersrum macht, ja, wenn ihr erst linke Alt-Taste und dann F drückt, dann kommt ihr da nicht rein. Ja, deswegen erst F und dann linke Alt-Taste. So, ne? Wir kommen in die Actions rein. Ja, wir können Waffen auswählen, Mobiglas, Item-Actions. Wir können das alles belegen dann nochmal und sowas. Also das ist, wie gesagt, dieses neue Wheel. Ne? Hier kommen wir dann zurück über die Back-Taste und somit dann auch wieder raus. Da kommt ihr so rein. Ja? Dann gibt es ebenfalls eine Taste, wenn wir lange F drücken. Dann gibt es manchmal so ein Auswahlrad, wenn wir irgendwo dran stehen. Ja, gucken, ob wir das hier irgendwo finden jetzt. Ist nicht immer da. Ne, hier ist ja dieser neue, ne? Das ist ganz cool. Diese Schnellwahl gibt es auch noch nicht immer. Ja?
Aber manchmal, ja, müssen wir noch gucken. Das geht, wie gesagt, nur an manchen Stellen. Lange F drücken, dann bekommt ihr nochmal so ein Actionrad dann an bestimmten Dingen, am Schiff zum Beispiel. Ne? Da habt ihr dann die Möglichkeit, Kanopie öffnen, Leiter rausholen, zeige ich euch alles, aber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ne? So, dann lange G drücken. Kommt ihr nun hier rein. Das ist praktisch das Select-Item-Rad, ja, wo ihr dann Granaten drin habt oder andere Dinge. Ne? Was hier noch nicht drin ist, und das habe ich auch noch nicht gefunden, ist, wo meine Medpens sind. Wie ich diese Medpens über dieses Rad auswählen kann. Ne? Das ist halt so ein bisschen komisch. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das finde. Ne? Also finden tue ich das natürlich nicht so gut, dass man das nicht findet, aber wie ich das letztendlich dann finde, ihr wisst, was ich meine. So, ne, ich kann jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt hier nichts, was man da reinpacken kann an die Items, aber ich denke mal zu einem späteren Zeitpunkt können wir mal gucken. Das ist halt praktisch das was dann hier über die Ports geht, ne, so wie Granaten. Ja, guck mal, ob das hier geht, Wasserflasche. Ne, macht er auch nicht. Machen wir zum späteren Zeitpunkt. Aber könnt ihr euch schon mal merken, ne? Lange G ist dann dieses Select-Item-Wheel. Ne? So, und da kommen später halt noch andere. Im Schiff sind das wieder andere und so weiter und so fort. So. Dann würde ich sagen, treten wir mal raus langsam und begeben mal uns auf eine kleine Rundreise in Lorville. Und da kann ich euch auch noch einiges zeigen. Aber ihr merkt schon, ne, hier, wenn ich hier rumscrolle, das ist alles noch so ein bisschen am Hakeln. Ne, alles noch nicht so wirklich dolle. So, wir setzen wir uns einen Helm auf. Ja, ich glaube, ist besser, ne? Dazu gehen wir hier wieder rein in unser Menü und gehen zu Armor. Ja, ich bin auch nicht besoffen, ne, dass das hier alles sich so ein bisschen komisch bewegt. Das ist halt wirklich absolut gerade noch der Bild. So, setzen wir uns mal den hier auf. Wunderbar. Den Helm haben wir auch noch am Start. Den können wir mal hier lassen. So, und los geht's. So, wenn wir jetzt hier raus wollen, dann drücken wir nicht F und Maustaste klickt, sondern es reicht, wenn wir einmal in die Mitte gehen, einmal F drücken. Ja, wie gesagt, er ist noch ein bisschen schwerfällig, ne? Aber normalerweise sollte das gehen. So, klicki, klicki, F, 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 F und irgendwann geht's. Ja, das ging schon mal besser. Ne? Also das ist wirklich jetzt, glaube ich, wahrscheinlich wirklich dieser Server hier. Normalerweise drückt ihr einmal F und dann ist das auch hier jessen das Ganze. So, ne, und das Schöne ist, wir sehen jetzt oben, wie gesagt, die Minimap. Hier kennen wir uns natürlich aus, ne? Und wir können auch Routen planen, Leute. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir mal ins Mobiglas gehen. So, da ist es, das neue Mobiglas. Immer noch schief, ja, wundert euch nicht, das ist nicht richtig. Das Ganze muss natürlich ein bisschen gedreht nach links gehen. Hier haben wir nun erstmal die allgemeine Übersicht. Aber auch da werden wir natürlich später noch genauer drauf eingehen. Ja, da wird es noch ein explizites Tutorial-Video zum neuen Mobiglas geben. Das möchte ich aber auch erst machen, wenn das Ganze vernünftig aussieht und auch alles da ist, wo ich mir sicher sein kann, so, das ist jetzt ein guter Stand. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen einmal ganz rum. Hier oben haben wir unsere aktuellen Aufträge. Hier bekommen wir Nachrichten rein. Ja, das ist die Reputation in dem Bereich, wo wir uns gerade finden. Ja, wir sind in Lorville, deswegen Hurston Dynamics. Ne, Crimestead haben wir nicht. Alles ready. Wir können das Ganze auch soweit hier direkt reingehen mit Reputation. Ne? Also wir haben dann immer auch den Direktlink auch zu den Contracts, ne? Dass wir uns direkt was auswählen können. Ne? Das können wir auf jeden Fall machen. Hier unten haben wir übrigens unsere Kohle, unseren Namen, das steht jetzt hier unten. Ne? Und hier unsere Leiste. Aber es ist, wie gesagt, da hat sich vieles optisch nur geändert. Dann haben wir hier die Informationen über unsere Umgebung. Ne? Wir haben 1G Schwerkraft, Lunge, Atemzeug, Atmosphäre, so ist alles super. Ne? Auch hier alles im grünen Bereich, ne? Das passt. Radioaktivität gibt es nicht. Das ist die Temperatur und das ist der Druck. Ja, auch das ist alles völlig in Ordnung. Hier haben wir dann Informationen über unser Schiff, ja, über unser Quantum Fuel, Hydrogen Fuel. Auch das ist ziemlich cool. Habe ich aber auch noch nicht in Aktion gesehen. Hat bis jetzt bei mir noch nicht funktioniert. Ne? Und hier drüben haben wir dann noch Informationen über unsere allgemeine Gesundheit. Wenn wir jetzt verletzt sind zum Beispiel, haben wir hier auch den roten Arm. Wir sehen das halt auch direkt hier an der Stelle, was nicht stimmt. Ja, auch Fuel, Oxygen, alles auf jeden Fall hier rechts im Bild. Ne? Übersichtsbild. Ziemlich geil, finde ich. Ne? So, was haben wir hier für ein Dings?
Ah, hier, guckt euch mal an. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Siehst du? Gladius. So, jetzt haben wir Gladius haben wir angewählt. So, wenn ich jetzt hier wieder drauf mache. Ah, guckt euch das an. Aber trotzdem wird hier nichts angezeigt. Ja, ne? Können wir sogar auch drehen hier. Guckt das an. Ja, vielleicht gibt es auch noch ein besseres Bild dann irgendwann. Ne? Aber, naja. Ich weiß gar nicht, warum die da ist. Habe ich die schon ausgewählt? Ja, ich glaube, irgendwann mal. Aber in dem Bild eigentlich noch nicht. Naja, ist auch egal. Naja, auf jeden Fall. Hier haben wir eine Information zum Schiff. Finde ich auch ziemlich cool. So, dann gehen wir mal durch. Hier haben wir dann nochmal explizit, was uns fehlt. Ja, wenn wir jetzt Probleme haben, dann wird uns das Ganze hier auf der linken Seite aufgelistet. Alles bis ins Detail hier erklärt. Unser Drug-Level, unser Drug-Level, haben wir Hunger, haben wir Durst? Wie nervös sind wir gerade? Ja, Körpertemperatur. Das alles wird uns hier auf jeden Fall nochmal richtig, richtig schön aufgelistet. Ne? Sehr geil. So, es soll wohl auch so sein, dass wenn uns irgendwas fehlt, dass hier auch steht, was wir tun können, um das letztendlich zu ändern. Das finde ich auch ziemlich gut. Dann haben wir hier die Comms. Da seht ihr, das ist noch das alte Layout. Das haben sie noch nicht geschafft, haben sie ja auch gesagt. Das wird letztendlich noch alles nachgeliefert im neuen Design. Ne? So, Contracts. Das wurde bereits schon implementiert und hier hat sich auch eine Kleinigkeit geändert. Es gibt jetzt nicht mehr General und Personal, sondern es wird jetzt unterschieden in legal und illegal. Ja, das sind die legalen Missionen, ne? Aber wenn ihr sagt zum Beispiel, ah, ich will aber die illegalen machen, dann könnt ihr hier umschalten. So wisst ihr auch immer ganz genau, alles klar, wenn ich hier unterwegs bin, könnte ich einen Crime Stat kassieren. Wenn ich hier unterwegs bin, bin ich safe. Das war ja vorher immer so ein bisschen schwammig, das wusste man ja nicht so ganz genau. Ne? Manchmal oder oft war es so, dass im Personal-Bereich die illegalen Missionen waren, aber es waren auch legale dabei. Ne? Also so gesehen ist man da jetzt safe. So, was ist das hier? Mark All Read. Ah, okay, das ist auch ganz geil. Ne? Vorher war ich hier zumindest immer jemand, der sagt, okay, ich habe das alles gelesen, alles durchgeklickt, klick, 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 klick. Da kann man jetzt sagen, so, papp, ich habe alles gelesen und dann sollte das eigentlich so als gelesen markiert sein. Geht aber auch noch nicht. Ne? Auch sehr schön finde ich, wie sich das Ganze jetzt hier so scrollt. Ne? Dass das Ganze so ein bisschen kurvig ist, ne? Und sich dann so runterscrollt in der ganzen Geschichte, dass man das auch alles aufklappen kann. Ne? Und das finde ich auch ziemlich cool gemacht. Ne? Auch die ganzen Informationen, die dann hier jetzt stehen. Ne? Wie gesagt, das muss alles noch ein bisschen rüber. Ne? Das können wir auch so ein bisschen scrollen. Dann sehen wir, was wir kriegen. Hier alles sehr schön übersichtlich und cool gestaltet. So, ne, das ist der Salvaging-Bereich im Illegalen. So, der bleibt aber auch auf. Selbst wenn wir hier Salvaging aufmachen, der klappt halt mit zu. Na gut, okay, das war ich auch nicht ganz richtig. Ne, so, dann sehen wir hier die, die angeboten werden, die, die wir akzeptiert haben, die, die wir mal gemacht haben. Und hier hinten ist der Beacon-Bereich. Und hier können wir auch ein Beacon machen, so wie wir das kennen. Alles im neuen Design. Ich finde es cool, muss ich sagen. Gerade auch das, dass es hier so kurvig runterläuft. Ne, das gefällt mir irgendwie ganz gut. Finde ich dynamisch. So, Leute, und jetzt kommen wir zur Map. Die Map funktioniert auch noch nicht hundertprozentig. Wir sehen, hier ist zum Beispiel jetzt ein Kasten. Der sollte eigentlich ein Pfeil sein. Jetzt ist es ein Pfeil. Ne? Das dauert alles ein bisschen. Ne? Steht aber, glaube ich, auch schon im Issue Council lange drin. Dann gibt es hier später die Möglichkeiten, dass wir auswählen können, wo wir hinwollen. Mal gucken, ob es schon geht. Ah ja, das geht sogar schon jetzt. Sehr geil. Lost and Found. Ah ja, das geht schon. Ne? Das ging eine Zeit lang nicht. Was noch nicht geht, ist, dass wir hier oben die Suchleiste haben. Das ist noch nicht drin, ja. Und wir haben normalerweise, haben wir hier noch Kürzel, wie wir unsere Position wiederfinden. Genau, das ist X. Steht jetzt hier nicht. Normalerweise sollte es aber hier stehen. Also mit X finden wir immer unsere Position wieder. Und mit R können wir eine Route planen. Das ist aber jetzt gerade ausgeblendet. Ich denke mal, wir können ja nochmal zumachen, nochmal aufmachen. Vielleicht kommt es ja dann. Ja, da guckt er, ne? Guckt er mir zu, ja, hier heimlich von da hinten, der Kleine. Nee, ist nicht drin, ne? Also wie gesagt, mit X findet ihr eure Position, wird aber normalerweise eingeblendet, ne? So, hier oben sehen wir jetzt die Etage, in der befinden wir uns jetzt. Hier, Floor, was steht da hinten? Was steht da? Ich glaube, da steht noch gar nichts. Ja, auf jeden Fall hier. Ne? Und dann können wir natürlich mit dem Mausrad können wir rauszoomen, können mit der linken Maustaste gedrückt halten, hier so ein bisschen rumzoomen. Ja, das geht auf jeden Fall auch. Ne? Und wenn wir jetzt weiter rauszoomen, Freunde, ja, dann kommen wir irgendwann in eine Übersicht. Immer weiter raus. Ja, oh, ja, Hörsten. Ja,
Ne, auch die Icons, dass die so komisch schattig sind, das ist auch noch nicht richtig. Ne, und das ist jetzt praktisch erstmal so in diesem Stand die neue Star Map. Kann man auch mit der linken Maustaste wieder scrollen. Die Namen, die sind jetzt immer nur da, wenn ihr wirklich auch die Sicht auf diesen Punkt habt. Also alles, was dahinter ist, wird ausgeblendet. Funktioniert manchmal noch nicht so richtig gut. Manchmal überschneidet sich das auch noch. Da müssen wir wahrscheinlich die Größe noch so ein bisschen anpassen. Ne, ihr bekommt dann hier, wenn ihr raufklickt, Optionen, könnt auch Routen planen dann letztendlich mit dem Schiff. Aber auch da zum späteren Zeitpunkt, wenn wir denn im Schiff sind, gehen wir nochmal ein bisschen genauer auf die Star Map rein. Und wir können theoretisch noch weiter rausscrollen, so bis wir dann das ganze Stanton-System hier im Blick haben. Und ich denke mal, irgendwann werden wir dann noch weiter rausscrollen können, dass wir dann auch die ganzen anderen Sternensysteme dann hier im Blick haben. Ne? Sehr geile Sache. So, wenn ich jetzt wieder auf X drücke, dann zoomt er automatisch wieder rein, direkt dort, wo ich bin. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt mal weiter. Wir gehen erstmal weiter das Mobiglas noch durch. So, wir haben das Journal. Auch das wurde ein bisschen angepasst. Hier kommen die Nachrichten rein. Auch hier können wir wieder alles gelesen markieren. Das funktioniert. Vielleicht hat das hier auch funktioniert. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich mache mal All Read. Ja, dann ist der Bobble auch weg. Also funktioniert hier letztendlich auch. Ne? Das sind einfach die Bobbles, die da das gelesen oder nicht gelesen. Die Zahl ist nicht gelesen, nicht gelesen, sondern die Zahl ist einfach so viele gibt's. Logischerweise. Ne? So, Journal, wie gesagt, da kommen die Nachrichten rein. Dann haben wir die Assets. Das ist praktisch der hier die Knickknacks, die es vorher gab, wo wir sehen, wo was ist. Ne? Da können wir auch wieder sagen, Hurston, Open, Lorville, Open. So, das geht auch alles relativ fix, aber auch hier seht ihr noch viele, viele Placeholder, ne? Viele Bilder sind noch nicht da, hier unten können wir dann durchtickern, ne? So, das ist alles hier, überlappt es auch noch und sowas. Wie gesagt, alles noch Work in Progress, ne? So, dann haben wir die Reputation, da ist alles tippitoppi, da haben wir noch nichts gesammelt, deswegen ist hier auch noch nichts. Dann haben wir unsere Geldbörse zum Überweisen, das sieht jetzt so aus, ne? Da können wir dann reingehen. Und dann Namen suchen und das Ganze dann letztendlich überweisen. Wir können auch jetzt ganz cool unterscheiden zwischen Freund allgemein, der ist nicht da, aber wir haben halt eine Party und da sind Leute und denen will ich was geben. Ne? Das ist auch ziemlich cool. Ich glaube, das ging vorher auch schon so einigermaßen. Ich glaube, die Freunde der Party wurden zuerst angezeigt, irgendwie sowas. Aber so finde ich das alles ein bisschen übersichtlicher und besser. So, dann haben wir noch Lander oder hier der Maintenance Vehicles, aber das ist halt nur aktiv, wenn wir wirklich in unserem Schiff sitzen und reparieren können, restocken können, refuelen können. Ne, das kennt ihr auch, das ist jetzt hier. Und dann haben wir hier hinten noch die Auswahl unserer Vehikel und das ist ebenfalls noch nicht überarbeitet. Ne, das kommt natürlich auch noch. Ne, das ist jetzt letztendlich der Rest. Ja, hier die Gladius ist eigentlich gar nicht da, deswegen konnten wir die wahrscheinlich vorne nicht anwählen. Vielleicht gucken wir uns das dann gleich nochmal an. Ne? Wir werden diese Folge jetzt so lange machen, bis wir in den Hangar kommen. Dann hören wir auf, weil sonst wird es auch wirklich den Rahmen sprengen, auch an Informationsflut. Ne? Wie immer gilt, ne, ich habe natürlich nicht komplett alles hundertprozentig selber programmiert, deswegen weiß ich auch nicht alles. Wenn ich was übersehe, seid so lieb, schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich es, dann wissen es die anderen. Ne? Und so arbeiten wir da zusammen uns fort. Gut, Moviglas machen wir jetzt erstmal zu und wechseln nun erstmal die Etage. Würde ich sagen. Auch das mit dem Kompass finde ich persönlich sehr geil im HUD, ne, dass man jetzt auch sagen kann, wenn man mit Leuten unterwegs ist, da auf 300 Grad, ja, da steht B38 an der Wand. Nee, oder da ist ein Feind oder da ist ist was aufgepoppt oder sowas. Ne, da muss man nicht mehr sagen, da links neben dem Baum, rechts zwischen Sonne und Busch, ja, sondern man kann wirklich jetzt mit der Gradzahl gehen und das ist doch schon ziemlich nice. So, hier zum Beispiel, ah ja, hier haben sie den F-Button jetzt auch eingefügt. Das ist nämlich zum Beispiel neu. Das war eine lange Zeit nicht so. Ne, hier zum Beispiel ist aber keiner. Aber ist auch okay für mich, weil hier gibt es ja ein Tastenfeld. Ne, draußen hätten sie es auch nicht machen müssen. Ne, das ist für mich auch in Ordnung, wenn ich F gedrückt halte und wie gehabt da einfach draufklicke. Ne, man muss ja auch nicht übertreiben mit der ganzen Sache. So, hier haben wir dann wieder Itembanks. Ne, die sind wirklich überall im ganzen, in den ganzen Räumen verteilt. Müsst ihr einfach mal drauf achten, die poppen immer mal wieder auf. Ne, und ihr seht auch da oben, die Minimap hat sich angepasst. Genau hier, so in solchen Bereichen, ne, so wie im Fahrstuhl, habt ihr keinen Empfang. Deswegen geht die Minimap aus. Ne, auch draußen ist keine Minimap an. Mini-Mini-Map. Mini-Mini. So, und die poppt dann halt gleich wieder
rein, wenn wir dann hier vorne sind. So, jetzt kommt sie gleich wieder. Zack. Na, da ist sie wieder. Haben wir wieder den Kasten erstmal, bis dann letztendlich der Pfeil wiederkommt. So. Jetzt gehen wir nochmal über F2 rein in die Map. Zoom mal so ein bisschen raus, ja. Und da habe ich euch ja gesagt, man kann schon Routen planen. Wir wollen jetzt einmal zum Shop, ja. So, wo ist der Shop? Wie heißt der Shop überhaupt? Lost and Found ist es nicht. Elevator, Transit, Transit, Transit. Maria, das ist praktisch der, das Hospital. Ja, da können wir natürlich auch hin. So, Lawville, Admin Office, Closing Shop. So, Closing Shop ist da, ja. Jetzt drücken wir, jetzt ist dieses X, ne, das X markiert die Stelle, kann man praktisch sagen, ja. Und nicht die Mauszeiger, also es ist nicht so, dass ihr mit Maus irgendwo raufklickt und dann passiert was im Moment, sondern ihr müsst mit dem X in der Mitte hier, mit dem hier, ja, müsst ihr praktisch da hingehen, wo ihr hin wollt und drückt dann R. Ah ja, seht ihr, das ist noch gar nicht drin, deswegen haben sie das wahrscheinlich rausgenommen, ne, weil das Routenplanen, das sollte so eigentlich funktionieren. Aber das geht gerade nicht. Freunde. Ach doch. Geht doch. War ich wahrscheinlich hier drinnen nicht. Müssen wir vor den Shop gehen. Das ist auf jeden Fall der Shop. Ja, so. Dann gehen wir mal mit dem Kreuz hier so vor. Denn da wollen wir hin. Ja, tun wir mal so, als wir uns nicht auskennen. Drücken R. Ja, jetzt geht's wieder nicht. Drücken hier mal R. Drücken hier mal R. Ja, okay. Ja, das ist alles noch nicht so richtig gut. Eigentlich sollte es auch in den Shop gehen. Ja, eigentlich sollte es auch hier gehen. Ne? Aber das, wie gesagt, funktioniert alles noch nicht so richtig gut. So, ist egal. Wir gehen davon aus, er hat's geklappt. Da hat das jetzt hingesetzt. Ne? Das R. Ne? Das ist alles super. Dann drücken wir wieder F2 und sehen jetzt auch oben auf unserer Minimap, wo wir lang müssen. Und zwar da. Da schickt er uns lang. Ja, oh, jetzt schickt er uns da lang. So. Hat er sich nochmal umentschieden. Er hat gesagt, komm, doch kürzer. Ne? So. Und dann können wir da direkt so hingehen. Das ist auch für Neueinsteiger halt wirklich eine geile Sache. Um mal letztlich. Ja, wo will er denn jetzt? Da oder da? Na, jetzt gehen wir hier. Dinge zu finden. Ne? Das ist wirklich geil. Und das funktioniert später halt auch mit irgendwelchen Quest-Items. Ne? Wenn irgendwo hier ein Quest-Item ist. Hier zum Beispiel wieder eine Item-Bank. Ne? Wie gesagt, die sind hier überall verteilt. Müsst ihr mal die Augen und Ohren drauf aufhalten. Ne? Und hier schickt er uns dann jetzt Richtung Shop. So, ich gebe mal mit dem Mausrad nach vorne ein bisschen Gas hier. So, und wenn ich, wie gesagt, irgendwas vergesse, schreibt es rein. Dann zeige ich das in der nächsten Episode als Ergänzung am Anfang. Ne? Ist ja gar kein Problem. Hier wieder Itembanks da hinten. Die sind übrigens dafür da, da gehen wir, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt eh nochmal drauf ein, um letztendlich eure ganzen Sachen zu bekommen und zu sortieren und zu organisieren und so weiter und so fort. So, was jetzt ebenfalls neu ist, mal gucken, ob es jetzt wieder funktioniert, ist ein Shopping-Overlay. Das heißt, wenn ihr mit der Mitte eures Bildschirms über irgendwas rüberhavert, so, dann haben sie das zurzeit rausgenommen, weil es auch nicht funktioniert hat. Ja, das ist eigentlich so ein kleines Schild, das kommt dann in den Vordergrund und dann sieht man so ein bisschen grob, was sich letztendlich hinter diesen Sachen verbergen. Ne? Aber wie gesagt, gerade rausgenommen, weil es die ganze Zeit eh hinter den Sachen war. Das mussten sie nochmal verschieben, das wird bestimmt reinkommen. Aber wir können jetzt mit F, sag ich mal, drücken, können wir jetzt direkt auch mal das Ding anziehen, wenn wir wollen. Ne? So, und mit E gehen wir dann wieder raus. Aus der Nummer. Ne? Auch das ist, wie gesagt, so ein bisschen schneller, das Ganze. So, ich guck mal, ob wir das Ding hier irgendwo finden. Aber so wie es aussieht, haben sie das, wie gesagt, gerade rausgenommen. Das wäre halt das Physical Shopping UI. Ne? Das ist halt gerade leider nicht da. Wir gehen mal ganz kurz in die... What? Voll genervt. Gehen wir ganz kurz ins Menü und ich will mal ganz kurz schauen, ob man das eventuell aktivieren muss. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das nicht muss. Warum auch? Ne? Aber kann ja sein. Nur mal ganz, ganz grob durchgehen. So, Crosshair, genau, das ist zum späteren Zeitpunkt. Das ist letztendlich so ein Zielkreuz, was ihr immer jetzt habt. Ne? Da könnt ihr auch noch ein bisschen was einstellen. Aber wie gesagt, da kommen wir später zu. Wir werden auch, wie immer, das sage ich ja bei jeder PTU-Folgen, dass wir da nicht durchrushen wie irre. Ja, ich will nicht am Ende dann Erster schreien und einen halben Herzinfarkt haben, weil ich mich so beeilt habe. Ich will das natürlich mit euch zusammen genießen. Deswegen werden die Folgen auch überschaubar sein. Deswegen
ne, werden wir da auch nicht durchhetzen, aber so mag ich das halt am liebsten und so werden wir das diesmal auch wieder machen und so haben wir auch die Chance, auf gewisse Fehler einzugehen, die dann nach und nach dann letztendlich auch ein bisschen besser werden. Ne? So, was haben wir denn hier? Haben wir irgendwas mit Shopping? New Wave, ScanWave, ah ja, ScanWave im FPS, Freunde. Mal gucken, ob das drin ist, das ist nämlich auch ziemlich geil. Nee, ist auch noch nicht drin. War zwischendurch mal drin, ne? Das ist, wenn ihr Tab drückt. War doch Tab, oder? War das gerade Tab? Weiß es gar nicht. Warte mal. Dazu müssen wir, glaube ich, mal in die Keybindings kurz reingehen. Können wir ja auch nochmal machen. So. Und dann gehen wir mal hier auf On Foot All. So. Und dann schauen wir mal. Vielleicht sehen wir das irgendwo. Das ist, wenn ich jetzt, wie gesagt, ein FPS-Scanning. Ja. Und dann seht ihr, wo sich Leute befinden. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Aber so wie es aussieht, ist das auch noch nicht drin. Oder ich finde es jetzt gerade nicht. Dass das vielleicht nicht hier steht, sondern woanders. FPS, Unbarrel, ne, das ist was anderes. Hier sind auch noch viele Bad Tokens. Können wir mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwo Tab steht. Tab, 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 Tabulator. Nope. Steht hier nicht. So, ich gehe aber gleich nochmal schauen. Oben bei hier Operator Mode. Nee, da ist es nicht. Und hier ganz unten nochmal. Scroll, 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 scroll. Scroll, 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 scroll. Nochmal scrollen. So, hier unten bei hier. Keybindings Inner Sword. Steht da irgendwas? Hier, ach nee, Tab ist Looting. Looting Q. Toggle Weapon Attachment. Ne, ihr seht, also hier ist einiges, was sich verändert hat. Ne, das ist wirklich heftig an Keybindings. Werden wir aber, wie gesagt, nach und nach rausfinden. Ne? Auch dieses Left Chip und Tab, dass man da in das Flight Mode Radical Menü kommt und sowas alles. Werden wir alles machen. Ne? Wie gesagt, erstmal langsam anfangen, langsam reinkommen und dann sehen wir nach und nach dann weiter. So, genau. Was wir jetzt noch machen werden, ist erstmal hier raus wieder. So. Wir werden jetzt nochmal zu den Monitoren gehen und uns nochmal ein Schiff rufen. Ah ja, jetzt ist es da. Ja, keine Ahnung. Ja, das meinte ich. Jetzt wird es angezeigt, Freunde. Ne, war wieder wahrscheinlich wieder ein Schluck auf. Aber ihr seht halt schon das Problem. Ne, das ist halt alles noch zu groß. Das bappt irgendwie so in den anderen mit rein und sowas alles. Ne, und da seht ihr jetzt, wie gesagt, den Namen, wie das heißt, von wem das ist. Castag Arms, das ist ein Undersuit. Ne, ihr könnt das direkt kaufen, indem ihr jetzt lange F gedrückt haltet. Ne, dann läuft da so ein Balken hoch, zack. Und dann hat er das ins Inventar gelegt. Ihr seht, wie teuer es ist. Ihr seht direkt auch die Abbuchung. Ich finde es ziemlich cool, muss ich sagen. Ne? Das ist halt das neue Physical Shopping UI. Ja, keine Ahnung, ob das eben nicht da war. Ja, ich sag's nicht. So, wunderbar. Gut, dann gehen wir mal wieder ins Mobiglas rein. Schauen eventuell, ob wir nochmal eine Route planen können. Denn wir wollen ja jetzt zum Transit. So, da wollen wir hin. Obwohl, wir wollen eigentlich zu dem anderen. Da müsste man nochmal unterscheiden. Weil das sind ja die Transits, die glaube ich, zu den Gates führen. Ja, wir wollen ja aber eigentlich zu dem anderen Transit. Ne, da ist ja auch noch ein Transit. So, wir wollen aber zu dem Transit, der... wo ist der? Hier ist, glaube ich, zu dem wollen wir. Ne? So, deswegen gehen wir mal mit dem Kreuz. Gehen wir mal hier rüber. So, und drücken mal R. Ja, und er macht uns hier die Route klar. Geil, oder? Ich find's mega gut. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir richtig geklickt haben. Ja, da würde man hier noch eigentlich noch schreiben, Transit von wo bis wo. Ne? Gate oder Flughafen, Landezone, so weiter irgendwie. Ne? Das muss. Aber ihr seht, hier sind auch noch irgendwelche Zeichen drin, die hier nicht reingehören und sowas. Ne? Das ist alles noch nicht final. So, gut. Mobilas so. Und wir laufen mal los. Mal gut, dass wir uns auskennen. Und wir sehen übrigens auch oben unser Ziel. Und wir sehen auch, wie weit das Ganze weg ist. 327 Meter. Ne, und wir machen aber Meter hier. Guckt euch das an. So, ja,
Ja, diese Mini-Ruckler, ne, das ist auch alles noch nicht so wirklich optimiert. So, jetzt hat er uns zwar anders geschickt. Ach komm, machen wir den Spaß mal mit. Ne, so. Ja, und ihr seht halt, ne, ich zeige euch hier Sachen in Lorville. Wir sind noch nicht mal am Spaceport. Ja, und das ist schon locker wieder Ewigkeiten rum, die Zeiten. Ne? Deswegen lasst uns lieber drüber quatschen. Lieber auch das ein oder andere mal doppelt erzählen. Ne? Freeze, freeze, freeze. Und anstatt hier durchzuhetzen. Und dann wird es jeden Tag, wenn es geht, eine Folge geben. Es wird natürlich auch noch die anderen Folgen geben, die Outlaw-Folgen, die sind natürlich auch schon abgedreht. Es wird zwischendurch auch noch Hand-Showdown-Folgen geben. Also Freunde, ihr könnt euch eine Menge Content freuen. Und wenn es mal keine Folge gibt aus dem PTU, dann hatte der Sitgo leider keine Zeit, was aufzunehmen, weil er wahrscheinlich im Wald unterwegs war. Ne? Dieses Wochenende ist auch Wandern angesagt, nur mal kurz zur Information, dass ihr euch nicht wundert. Aber ich versuche, wie gesagt, jeden Tag eine Folge rauszubringen. Hier, guckt euch das an. Habe ich dann doch den falschen Transit angewählt, ne? So, habe ich mich in der Map geirrt? So, müssen wir nochmal reingehen. Was ist da los? Tatsache, da wollen wir hin. Und nicht da oben. Hä? Nee, das habe ich auch gar nicht angewählt, da oben, oder? Habe ich das angewählt? Das da? Doch, Tatsache, das habe ich angewählt. Ne? Wollte ich gar nicht. Da wollte ich hin. So, da kommt übrigens gerade die Bahn. Oh, komm, wir beeilen uns. Ne, sieht man nämlich jetzt auch. Total geil. So, schaffen wir. Schaffen wir das? Oh, schaffen wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Ich glaube, die ist zu schnell weg. Zuppel, zuppel, zuppel. Da zuppelt er sich hin. Ja, 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 das ist so toll. Und da blinkt es. Und rein. Ja. Ist er drin? Nein, nö. Nee. Oh, nö. Nee. Hä? Oh, nö. Nee. Echt jetzt? Oh Gott, ist das schlecht? Das ist schlecht, oder? Wenn ich jetzt hier so stehe. Werde ich dann überfahren oder komme ich automatisch wieder in die Bahn rein? Komm, wir gehen mal in die Richtung, hier war ich noch nie. Oh, hier ist ein richtiger Bahnhof. Guckt euch das mal an hier. Von wo kommt denn jetzt die Bahn eigentlich? Kommt doch von hier, oder? Hier liegt sogar so ein kleiner Sandhaufen. Oh, da kommt sie. Oh, da kommt sie. Oh, 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 oh. Ei, au, ich spring mal. Freunde, ich würde sagen, das überspringen wir jetzt kurz. Wir machen einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich am Spaceport wieder. Ne, dann probieren wir das mit dem Mobiglas und dem Schiff nochmal aus, wenn ich eins gerufen habe. Also Freunde, bis gleich. Da fährt die Bahn weg. Ohne uns. So ihr Lieben, ich stehe wieder in der Bahn und sehe gerade, das Krankenhaushemd hat sich auch ein bisschen geändert. Ne? Das hat jetzt Knöpfe gekriegt, eine schöne Knopfleiste. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. So, wir ziehen uns nochmal was Vernünftiges an hier. Der Server wird natürlich nicht besser. Ne, ihr seht das, das ist alles irgendwie ganz schön hakelig. Auch im Hintergrund. Ne? Aber ich denke mal, das ist jetzt für den ersten Wave 1 Bild normal. Ja, das ist immer so, im PTU läuft es dann immer einigermaßen, aber kommen mehrere Spieler dazu, wird natürlich dann auch der, werden die Server halt auch ein bisschen mehr belastet, ne, an der Stelle. So, wir setzen mal jetzt irgendeinen Helm auf. Hier nehmen wir mal den hier. So, zack. Modisch, jetzt kein Highlight. Ne? Das ist auch noch so ein kleiner Gap hier, da springe ich immer rüber. Aber keine Ahnung, ob man das muss. Ne? Das ist irgendwie schon seit der ganzen EPTU-Phase so. Genau, jetzt sind wir hier. Und was euch auch schon aufgefallen ist, ist sicher, dass die Notifications jetzt oben eingeblendet werden. Ja, ich glaube, das soll sich auch noch ändern. Ich glaube, die sollen irgendwann von rechts kommen. Aber, ja, müssen wir mal schauen. So, ich gucke nochmal ganz kurz, ob das vielleicht am Helm lag. Aber nein, wir können hier leider, haben leider keine Kürzel. So, gut, X und R könnt ihr euch ja erstmal merken. Ne, da oben ist zum Beispiel so eine Notification, die dann so reinkommt. Finde ich auch ganz cool. So, dann sneaken wir mal hier durch. Auch, dass ihr oben auf der Map immer auch seht, was, wo ihr euch gerade befindet. Ne, Custom and Informations. Ne, hier ist eine rote Tür, keine Ahnung. Hinter der roten Tür, gab es das nicht mal irgendwo? Ja, diese Mini-Ruckler sind wirklich nervig. Ne, aber ich meine, wir wissen ja warum. Ne. So, dann werden wir mal... Oh, hier. Mrs. Blue Hair. Ja, das wird natürlich jetzt auch immer individueller. Und das Coole ist, am Character Customizer finde ich, ja, wenn man weiß, wie die Person in echt aussieht, ja, und der baut sich nach und der läuft hier ohne Helm rum, dann erkennt man den, ja.
weil, wenn er es natürlich gut hinkriegt, ne, dann sieht man, oh, guck mal, da hinten, da ist der und der, weil man weiß, wie der in Real Life aussieht. Ich finde das mega cool. Ja, finde ich total geil. So, ich weiß zum Beispiel, wie Mackie aussieht, ich weiß, wie Chris aussieht, wie Erik aussieht, ich weiß halt, wie viele, wie Rötti aussieht, ne. So, jetzt gehen wir hier mal ran, auch wieder mit F. Geht aber auch wieder nicht wirklich gut. Muss man halt ein paar Mal drücken. Zumindest auf diesem Server, ne? Vielleicht ist es auch der Vorführeffekt. Vielleicht ist ja, wenn ihr reingeht, alles super in der Hinsicht, ne? Kann ja sein. So, wir rufen uns jetzt einmal hier die Gladius her. Ja, auch hier kann ich mehrmals draufklicken. Das dauert alles ewig und 3 Tage. Request Delivery. Ich denke mal, das ist einfach eine, so eine Serververzögerung, die hier gerade Probleme macht. So, jetzt haben wir die Gladius uns hier nach Lorville gerufen. So, jetzt gehe ich nochmal ins Mobiglas und schaue uns nochmal die Übersicht hier an. Da ist nun die Gladius. Wir gehen mal hier nochmal gucken. Jetzt zeigt er mir hier die Aegis Redeemer an, warum auch immer. So, und die Gladius. Wo ist denn jetzt die Gladius? Ist die jetzt nicht mehr hier? Envil? Ne, die ist jetzt hier raus aus der Liste, ne? Oder ist das eine Liste, wo man sehen kann, welche Schiffe nicht da sind? Ja, macht ja auch keinen Sinn, ne? Macht ja auch keinen Sinn. Komm, wir machen nochmal einen Gegentest. Wir gehen nochmal auf ein anderes Schiff. Wir machen nochmal die Valkyrie. Die war ja auch gerade, stand ja auch noch in der Liste. Die rufen wir uns jetzt ja auch nochmal her. Ne? Das heißt natürlich, vielleicht ist es auch alles Quatsch, was ich hier erzähle. Das ist auch einfach alles noch kaputt. Ne? Also, oder geht halt einfach noch nicht. So, Gladius. Wo die nehmen wir nochmal die Valkyrie. Wo war sie? Hier. Envil Valkyrie. Rufen wir uns die auch nochmal. So. Request. Lorville. So. Gehen wir nochmal reingucken. So, hier oben. Da ist jetzt wieder die Gladius. Die Valkyrie ist jetzt irgendwie nicht mehr da. Aber wir wählen jetzt mal die Gladius ein, weil die haben wir ja hier. Ja. Aber auch hier sehen wir keine Angaben. So, jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ja, das hast du erst, wenn du es in den Hangar rufst. Machen wir mal. Glaube ich aber nicht. Aber wer weiß, wie es dann später ist. Ich denke mal, wir werden dann zu jeder Zeit irgendwie unser Schiffsupdate sehen können. So, nun lass mich hier rein. Hallo. FFF. So, also, Gladius in den Hangar rufen. So, Hangar 6, das ist jetzt auch neu, ne, wie uns das hier angezeigt wird. Unten, ne, finde ich auch ganz cool. So. Gehen wir wieder ins Mobiglas, schauen uns das nochmal an. Ne, aber hier sehen wir trotzdem nichts an irgendwelchen Informationen. Ne, so viel dazu. So. Freunde, und jetzt habe ich schon wieder viel zu lange erzählt. Wir haben uns jetzt den Character Customizer angeguckt, den New Visor und Lens. Ja, das haben wir uns angeguckt, das New Visor und Lens. Das Mobiglas Rework, Interior Map und Minimap haben wir uns angeschaut. Und das Physical Shopping UI, sowie viele neue Tastenkürzel. Und ich denke mal, das sollte erstmal da reichen. Morgen mal schauen, ob es morgen eine weitere Folge gibt. Ich werde es versuchen. Da wird es dann eher so um die persönlichen, um das Schiff gehen. Und ja, mal schauen. Ne? Mal schauen, was ich euch noch zeigen kann. So, und dann geht es jetzt immer munter weiter, Freunde. Aber nicht vergessen, ne? MadPen ist jetzt 4 und nicht mehr C. Ganz wichtig, gerade in Kampfsituationen. Ne? Nicht, dass ihr dann auf das C toggelt wie ein Irrer. Ja, und dann macht er den hier. Boop, boop. Ne, deswegen doof. Freunde, bis in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüssikowski. Endlich Bärte.